meine Lieben. Ich freue mich heute ganz besonders, euch ein ganz besonderes Buch vorstellen zu dürfen. Und zwar ist dieses Buch vor kurzem erschienen. Die Müttermafia und Friends mit Kerstin Gier als Herausgeberin. Ich habe bei Amazon gesehen, dass es ziemlich viele Verwirrungen und Irrungen zu diesem Buch gab, weil viele Leser dachten, es wäre der fünfte Teil. Der fünfte? Nein, der wäre dann der vierte Teil, glaube ich, ne? Der vierte Teil der Müttermafia. Das ist nicht der Fall. Das steht aber auch in der Kurzbeschreibung von Amazon. Und wenn ihr das Buch nicht über Amazon bezogen habt, sondern im Buchladen, hättet ihr hinten auf dem Rückentext auch gesehen, dass da auch drauf steht, dass es sich um eine Kurzgeschichtensammlung handelt von mehreren Autoren. Und ich kann ja mal eben, ich weiß gar nicht, ob hier jetzt alle Autoren draufstehen. Ich glaube ja. Ich lese mal kurz die Namen vor, weil viele von den Namen werden euch bestimmt auch was sagen, die werdet ihr kennen. Ich habe selber ganz viele Bücher von den Autoren gelesen, also nicht von allen. Mir waren einige auch noch unbekannt. Da ich jetzt aber schon ein paar Kurzgeschichten gelesen habe, weiß ich, dass ich sicherlich auch zu den Büchern von den Autoren greifen werde. So, von Kerstin Gier ist natürlich eine Geschichte drin, das ist sofort die erste. Da geht es auch so ein bisschen mit der Müttermafia weiter. Das ist aber trotzdem halt nur eine Kurzgeschichte. Was heißt nur? Also es ist halt eine Kurzgeschichte. So, dann gibt es noch die Hannah Dietz, die Henrike Heiland, die Birgit Fuchs, die Steffi von Wolf, die ihr sicherlich alle kennt, die Jana Fosen, werdet ihr alle kennen, die Gabriela Engelmann natürlich auch, Dagmar Hansen, Eva Völler, Heide John, Anne Herz. Oh, ich sehe gerade, da ist ein Tippfehler drin. Da steht Anne Herz, Anne Herz. Maximilian Buddenbohm, Britt Reismann, Matthias Sachau und meine Wenigkeit. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Wo steht das denn? Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Da steht Andrea Kossmann. Das bin ich, das ist die Kossi. Und ja, auch von mir ist eine Kurzgeschichte da drin. Ganz witzig, also vor über einem Jahr hat die Kerstin Gier mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in dieser Kurzgeschichtensammlung mitzuwirken. Sprich, eine Kurzgeschichte zu schreiben zum Thema Müttermafia. Da habe ich damals gesagt, na klar, ich meine, ich als Single ohne Kinder kann natürlich hervorragend über Mütter und Kinder und Väter sprechen. Nämlich eigentlich gar nicht. Und habe mich dann erst ein bisschen schwer getan, habe gedacht, ich weiß gar nicht, ob irgendwie was einfällt. Und dann hat sie gesagt, na ja, aber du kennst doch auch Kinder und dir wird da bestimmt irgendwas einfallen. Und dann bin ich mal so in mich gegangen. Ja, und dann ist mir tatsächlich etwas eingefallen, was ich vor Jahren sogar selber mal erlebt habe. Die Geschichte ist nicht autobiografisch, aber Teile davon. Also ich möchte jetzt zu der Geschichte natürlich auch nichts verraten, ihr müsst die schon selber lesen, aber sie beruht im Prinzip auf einer wahren Begebenheit, die ich euch natürlich jetzt nicht erzählen kann, weil dann würde ich was von der Geschichte verraten, was ich natürlich jetzt nicht machen werde. Ja, auf jeden Fall spielt eine Freundin von mir eine wichtige Rolle in dieser Geschichte, mit mir zusammen natürlich und natürlich auch ihre Kinder. Oder ein Kind oder beide und die Geburt und überhaupt. Also es hat schon was damit zu tun. Und wer das gerne wissen möchte, also was jetzt wirklich damals so passiert ist, der kann mich ja gerne anschreiben und dann schreibe ich auch gerne zurück. Ich möchte euch den Titel schon mal zeigen. Das Witzige ist nämlich, dass ich damals, als ich diese witzige Situation erlebt habe, mit meiner Freundin total rumgewitzelt habe. Also ich weiß noch, wir haben noch 3 Wochen später über diesen Schwachsinn eigentlich uns kaputt gelacht. Und ich habe immer gesagt, und weißt du was, wenn ich mal irgendwann einen Roman schreibe, dann nenne ich den so. Mutterkuchen mit Puderzucker. So sollte mein erster Roman heißen. Gut, jetzt hieß er Männertaxi und ein Roman ist es nicht geworden, aber eine Kurzgeschichte. Aber ich bin sehr froh, dass ich dieses Mutterkuchen mit Puderzucker irgendwo verbraten konnte im Prinzip. Also ich fand das schon ja, sehr gut und eben, ja, es ist nicht witzig, wenn man es erzählt. Ihr müsst die Geschichte lesen und ihr hättet damals dabei sein müssen. Es war wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Ja. Ich kann euch ja mal den Anfang vorlesen. Ich lese euch mal wirklich nur den Anfang vor. Ich will das nicht mehr. Mach, dass es aufhört. Das ist der Anfang der Geschichte. Mehr kann ich nicht. Ich würde euch jetzt am liebsten die ganze Kurzgeschichte vorlesen. Die geht über, ich weiß gar nicht genau wie viel, 10, 15 Seiten. Aber das wäre natürlich gemein, weil ihr wollt die ja bestimmt selber lesen. Ja, und ich freue mich natürlich sehr und ich bin auch verdammt stolz drauf, dass ich in diesem Buch halt mitwirken konnte mit diesen wundervollen Autoren, die mit mir zusammen dieses Buch ja eigentlich erst möglich gemacht haben. Und noch mehr freue ich mich, dass ich dieses Buch jetzt sogar an euch verlosen kann. Und zwar gibt es von diesem Buch 20 Exemplare zu gewinnen. Auf Wunsch, wenn ihr möchtet, schreibe ich euch gerne eine Widmung da rein, müsst ihr mir dazu schreiben. Ich verlose 20 Exemplare von diesem Buch und ihr müsst eigentlich wie immer nur eine ganz simple Frage beantworten. Da habe ich natürlich jetzt auch überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Weil ich habe ja ganz junge Zuschauer, ich habe ältere Zuschauer. Jüngere Zuschauer haben meistens
selber noch keine Kinder, ältere Zuschauer schon. Aber deswegen gibt es eigentlich zwei Fragen und ihr könnt euch dann aussuchen, welche ihr gerne beantworten möchtet. Die erste Frage ist, ja, gibt es lustige Situationen in eurem Leben, die ihr mit Kindern erlebt habt? Irgendwas, sei es jetzt im Kindergarten, auf dem Kindergeburtstag, in eurer eigenen Familie, keine Ahnung, dass der kleine Junge irgendwie was Witziges gesagt hat, dass das kleine Mädchen irgendwas Witziges gemacht hat. Schreibt mir eure Geschichten, ich bin da sehr gespannt drauf. Also irgendwas, was so mit Kindern zu tun hat, was lustig war und was ihr selber erlebt habt. Und für die Menschen, die jetzt keine Kinder haben, wobei ich ja auch keine habe und trotzdem eine Geschichte über Kinder schreiben konnte, aber wem da jetzt nicht so einfällt, der schreibt mir bitte einfach mal sein lustigstes Buch, was er gelesen hat und was er den anderen Lesern gerne empfehlen möchte. Es muss jetzt kein aktuelles sein, es kann auch ein bisschen älteres Buch sein. Ich möchte da einfach Lesetipps haben, vielleicht auch für mich selber, aber eben auch für meine anderen Zuschauer, dass wir da mal so sagen, hier haben wir mal alle lustigen Bücher auf einem Haufen und dann entdeckt man ja manchmal schon Bücher, auf die man selber vielleicht gar nicht gestoßen wäre. Ja, das Ganze schreibt ihr mir dann bitte als Kommentar in mein Tagebucheintrag, in den Blog-Eintrag. Wenn ihr jetzt das Video bei YouTube seht, werdet ihr hier unter dem Video einen Link finden. Wenn ihr das Video in meinem Blog seht, werdet ihr natürlich unten drunter die ganzen Teilnahmebedingungen lesen. Die lest ihr euch bitte auch durch. Ich akzeptiere nur Mails von Teilnehmern, die sich daran halten. Das muss ich jetzt alles gar nicht erzählen, das steht da alles. Also einen Kommentar hinterlassen und zeitgleich eine E-Mail mit eurer Antwort und mit eurer Adresse, damit ich hinterher nicht den Noten hinterher schreiben muss, den Gewinnern. Und ja, das Gewinnspiel wird eine Woche gehen. Das Datum weiß ich jetzt im Moment nicht, das schreibe ich alles in diesen Blog rein. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr zahlreich mitmacht. Und hinterher, wenn ihr das Buch gelesen habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ja, dann mal verlauten lasst, wie es euch gefallen hat. Es ist halt rosa, ne? Es sieht irgendwie schön. Aber es haben ja auch Männer mitgemacht. Habt ihr ja gelesen, gerade gehört, Maximilian Buddenboom, von dem ich übrigens auch noch nichts gelesen habe, und Matthias Sacho. Ja, ich habe noch nicht alle Geschichten gelesen. Das ist für mich im Moment so ein Klobuch. Ich lese ja so Kurzgeschichten und so immer gerne mal so auf Toilette. Ja, tut mir leid, ist so. Also ich könnte mich jetzt nie irgendwie so auf die Couch legen und so drei Kurzgeschichten hintereinander lesen. Also das mache ich mit Romanen, aber bei Kurzgeschichten ist es immer so, die liest man immer so mal so zwischendurch. Und ja, würde mich natürlich über euer Feedback freuen, wünsche euch viel Glück bei der Teilnahme und ich hoffe, ja, dass euch das Buch gefallen wird. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.